Wir besuchen heute eine Veranstaltung der Wirtschaftskammer. WKO vor Ort heißt sie. Dabei treffen sich Unternehmen aus der Region bei einem lokalen, regionalen Betrieb und tauschen sich aus. Weiters gibt es auch noch Informationen von den Leistungen der Wirtschaftskammer. Wir mischen uns heute unter die Menschen, unter die Unternehmer und schauen, wo der Schuh drückt. Ja, wir befinden uns beim Plattenlabel in Neuhofen und Hübs. Wir sind Industriebetrieb und beschäftigen uns mit der Herstellung von Drei- und Mehrschichtplatten aus Holz. Wo der Schuh drückt in der Unternehmerschaft, ich glaube, das ist sehr individuell. Das kann man schwer sagen, das ist sehr branchenspezifisch. Wie es bei allen Unternehmen, glaube ich, in ganz Österreich oder eigentlich Europa ist, bei den Mitarbeitern. Qualifizierte Mitarbeiter, willige Mitarbeiter zu finden, die zum Unternehmen passen und die gleiche Leidenschaft für das Produkt haben wie wir selber. Ich glaube, die Entbürokratisierung wäre ein großer Beitrag, wenn gewisse Dinge einfacher und weniger umständlich gestaltet werden könnten. Es müssen jetzt nicht nur die finanziellen Zuwendungen oder Unterstützungen sein in kriselnden Branchen, sondern einfach weniger Behinderung im täglichen Leben und Umgang. Das wird schon viel helfen. Ja. Da glaube ich, ist, wie in dem Betrieb, wo wir heute sind, in Neuhofen, ist es vor allem, dass man Mitarbeiter findet. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein generelles Problem, dass man gute Facharbeiter findet. Bei mir in erster Linie, glaube ich, in der Werbung oder in dem Bekanntwerden, in dem, dass man Reichweite kriegt, in dem, dass man Leute von einem erfahren, dass es einen gibt, sage ich jetzt einmal, und diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Ich glaube, wir sind im internationalen Wettbewerb mit vielen Produkten und diese ganzen Vorschriften, die grundsätzlich gut gemeint sind und die auch wichtig sind, aber mit Maß und Ziel und mit Praktikabilität und Umsetzbarkeit. Es sind natürlich Rahmenbedingungen, die jeder Unternehmer spürt. Das ist Bürokratie, das ist ein hauptgehörtes Thema. Das sind natürlich auch die Unsicherheiten auf internationaler Ebene. Das sind Branchenprobleme, die halt auch dieser Betrieb besonders spürt in der Baubranche. Zwei Punkte fallen mir heute ganz besonders auf bei dieser Veranstaltung. Erstens das Thema Bürokratie. Bürokratie belastet die Unternehmen in Österreich und im Land sehr stark. Und der zweite Punkt ist das Thema Bildung und Facharbeiter. Also der Lehrberuf, der hat aus Sicht des Unternehmers sehr viele Zukunftschancen. Das Erste, was ich als IPU gemacht habe, ist zur Wirtschaftskammer zu gehen. Und das hat mir halt voll geholfen. Und da gibt es natürlich die junge Wirtschaft danach, die sich in Amstetten gerade aufbaut. Und da kann man sich halt voll gut austauschen mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern und sagen, okay, das Thema habe ich, was hast du für ein Thema? Und so kann man sich gegenseitig aushelfen eigentlich. Das ist ganz schön. Bei der Gründung, da muss man sagen, ist es gut, dass die Gründerinnen und Gründer oft nicht wissen, was auf einer zukommt. Es ist einfach Blut, Schweiß und Tränen, bis man wirklich die ersten Schritte gegangen ist, bis man, mein Chef hat immer gesagt, vom Schotter auf den Asphalt kommt, damit man die Base, die man hat, wirklich dann auch auf die Straße bringt. WKO vor Ort ist eine Netzwerkveranstaltung vor Ort. Wir als Wirtschaftskammer sind eh an sich immer in den Regionen unterwegs, aber wir sind auf der Suche nach sogenannten Hidden Champions. Und unser Bezirk Amstetten hat sehr viele davon. Wir machen Betriebe sichtbar und mich freut es auch immer wieder, dass sogar Unternehmer aus dem eigenen Ort sagen, eigentlich weiß ich gar nicht, was da passiert. Wenn du vorher schon weißt, was auf dich zukommt, überlegst du es da vielleicht nochmal. Aber an und für sich trauen, mutig sein, nachfragen, weil es tauchen Fragen auf. Und wenn ich da nicht die Antwort kriege, dann halt woanders nachfragen. So, jetzt bin ich anscheinend schon der Letzte bei der heutigen Veranstaltung. Es war eine interessante Erfahrung für mich und ich darf auf jeden Fall mitnehmen, die Unternehmerschaft ist eine sehr zukunftsorientierte, bodenständige Gruppe und legt sehr viel Wert aufs Netzwerken.